Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, als mich vor einigen Wochen die Anfrage erreichte, ob ich zur heutigen 40-jährigen Jubiläumsfeier des Gasthörstudiums an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg einen Input leisten könne, habe ich mich sehr gefreut und ohne Zögern zugesagt. Bekommt man doch nicht alle Tage die Gelegenheit, vor einem größeren Publikum über das zu sprechen, was ein Jahrzehnt lang beruflich umgetrieben und auch sehr am Herzen gelegen hat. Sie alle sind der Einladung des C3L, Center für lebenslanges Lernen, gefolgt, um Geburtstag zu feiern, einen 40. Geburtstag. Diejenigen, die selbst bereits die 40 überschritten haben, wenn ich mich hier so umgucke, sind es nicht ganz wenige, die erinnern sich vielleicht noch an den eigenen 40. Geburtstag. Ist das nicht einer jener runden Geburtstage, die nicht so ganz gedanken- und spurlos an einem vorbeiziehen? Man kommt ziemlich abgehetzt aus der Rush-Hour des Lebens, hat persönlich, familiär, beruflich zumeist die wichtigsten Pflöcke eingeschlagen, hat einiges erreicht, ist mehr oder weniger etabliert und fragt sich auf einmal, soll das denn schon alles gewesen sein? Der 40. Geburtstag ist oftmals einer, an dem man das Bedürfnis verspürt, schon mal zurückzublicken, erste Bilanzen zu ziehen, für die kommenden Jahre vielleicht auch das eine oder andere nachzujustieren, gegebenenfalls sogar die Weichen noch einmal in eine ganz andere Richtung zu stellen. Eine solche Standortbestimmung zum 40. möchte ich heute auch für das Gasthörstudium, das Studium Generale unserer Universität, in Ausschnitten versuchen und nehme Sie dazu mit auf eine kurze Reise in die Vergangenheit, schaue auf wichtige Entwicklungsschritte zurück, auf Alltägliches und Besonderes, auf Ideen und ihre Umsetzung, auch auf ausgemachte Hindernisse und möchte zum Schluss meines Beitrags ein paar Wünsche für die Zukunft formulieren. Beginnen möchte ich mit meiner Rückschau im Jahr 1983, dem Jahr, als reguläre Lehrveranstaltung unserer Universität für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Damals nahmen, wir haben es schon gehört, 144 Personen die Einladung an und meldeten sich zur Teilnahme. Gleichzeitig war die zusätzlich zum Vorlesungsverzeichnis herausgegebene Studium Generale Broschüre aber auch für eingeschriebene Studierende interessant. Ich war damals eine von denen. Und das Studium Generale ermöglichte auch uns Jüngeren damals den Blick in andere Fachkulturen und damit über den eigenen fachlichen Tellerrand hinaus. Ich erinnere mich noch gut in einigen Veranstaltungen auf eine schon etwas ergraute, etwas ergraute Mitstudierende getroffen zu sein, die aber als besondere Gruppe gar nicht auffielen. Das entsprach genau dem, was die damalige Verantwortliche, Frau Dr. Brunhilde Arnold, mit ihrem Ansatz des intergenerationellen Studierens bezweckt hatte. Jung und alt sollten sich mischen, sich gemeinsam weiterbilden, ihren Fragen an unterschiedliche Fächer, Theorien und Herangehensweisen nachgehen und sich darüber auch austauschen. Die Möglichkeit, fortan jedes Semester ein Studium Generale Verzeichnis mit einer stetig wachsenden Anzahl an geöffneten Lehrveranstaltungen besuchen zu können, sprach sich in Oldenburg und umzu sehr schnell herum. Und so verwundert es nicht, dass auch die Zahl der Gasthörenden, die damals übrigens noch ältere Studierende genannt wurden, kontinuierlich stieg. Der Zugang zur Uni war anfangs noch gebührenfrei. Man musste sich lediglich anmelden und konnte dann aus 60 geöffneten Veranstaltungen wählen. Damals konzentrierte sich das fachliche Interesse der Älteren auf die Fächer Philosophie, Theologie und Geschichte. Angebot und Nachfrage entwickelten sich in den Folgejahren recht kontinuierlich nach oben und so wurden aus den anfangs jährlich 144 Gasthörenden im Laufe der Jahre bis zu knapp 1200 in den Hochzeiten der Öffnungsbewegung. Es gab zwischendurch auch mal ein paar Aufs und Abs, zumeist dann, wenn sich die Rahmenbedingungen änderten. Das war zum Beispiel in den 90er Jahren der Fall, als nach anfangs kostenfreier Teilnahme ein zunächst noch freiwilliger, dann verpflichtender Obolus erhoben wurde und als im Zuge der Studienstrukturreform auf Bachelor- und Masterstudiengänge umgestellt wurde, was kurze Zeit später eine Beschränkung der Teilnahmeplätze für Gasthörende nach sich zog.
Selbst die Einführung der Online-Anmeldung zum Gasthörstudium vor einigen Jahren, die zunächst fast für Aufruhr sorgte unter den Gasthörenden, konnte die Interessierten nicht davon abhalten, ihren Bildungshunger und ihren Wissensdurst auch weiterhin an ihrer Uni zu stillen. Schaut man sich die Gruppe der Gasthörenden einmal etwas genauer an, dann kann über die 40 Jahre hinweg eine Ausweitung der Zielgruppe festgestellt werden. Zu Beginn richtete sich das Angebot in erster Linie an ältere Studierende, die mit den Jahren aber gar nicht mehr als solche bezeichnet werden wollten. Während sich an anderen Universitäten der Begriff Seniorenstudium oder Universität des dritten Lebensalters durchsetzte, entschlossen wir uns in Oldenburg ab den ausgehenden 90er Jahren vom Gasthörstudium und von Gasthörenden zu sprechen. Das Gros dieser Gruppe kam zwar weiterhin aus der Gruppe der 60-Pluser, aber parallel zu dieser Zielgruppe kamen ab Beginn der 2000er Jahre und mit Einführung berufsbegleitender Studiengänge an unserer Universität auch jüngere, meist berufstätige Fach- und Führungskräfte hinzu, die als Studierende einzelner Module ebenfalls den Gasthörstatus innehaben. Und genau an diesem Beispiel zeigt sich, dass es in Oldenburg intensiver noch als an anderen Hochschulen gelungen ist, den Gasthörstatus für ganz unterschiedliche Zielgruppen nutzbar zu machen. So gibt es zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Jahrgänge seit vielen Jahren die kostenfreie Möglichkeit, als Gasthörende in Fächer hineinzuschnuppern und damit vielleicht auch mehr Sicherheit für ihre Studienfachwahl zu gewinnen. Auch haben Geflüchtete über den Gasthörstatus Gelegenheit, sich im bundesdeutschen Hochschulsystem zu orientieren. Der Fokus meiner heutigen Betrachtung soll aber auf den sogenannten klassischen Gasthörenden liegen, also denen, die in der nachberuflichen Lebensphase und oder im Anschluss an die Familienphase das universitäre Öffnungsangebot für sich ganz individuell nutzen. Wie setzt sich diese Gruppe nun aber zusammen? Waren es in den Anfangsjahren deutlich mehr Frauen, die das Gasthörstudium für sich als Weiterbildungsmöglichkeit entdeckten, so haben die Männer im Laufe der vergangenen Jahre deutlich nachgezogen. Teilweise haben sie die Anzahl der Frauen sogar überholt, aber ich glaube, man kann heute von einer recht ausgeglichenen Verteilung der Geschlechter im Gasthörstudium sprechen. Bei der Altersstruktur dominieren über all die Jahre die 60- bis 69-Jährigen, dicht gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen. Mehr als zwei Drittel unserer Gasthörenden gibt als höchsten Schulabschluss das Abitur an, nahezu die Hälfte verfügt über einen Hochschulabschluss. Diese heutigen Aussagen weichen von denen zu Beginn der 80er Jahre deutlich ab, denn damals wurde das Gasthörstudium noch vermehrt von denjenigen besucht, die eine Universität bis dato von innen noch nie gesehen hatten. Viele nutzten beispielsweise das Studium Generale, um in Kriegs- und Nachkriegszeit verpasste Bildungschancen nachzuholen. Das Einzugsgebiet unserer Gasthörerinnen und Gasthörer erstreckt sich über einen Radius von 100 Kilometern. Das Gros von ihnen wohnt jedoch ungefähr 10 Kilometer vom Campus entfernt. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen seit Beginn bei den philosophischen, theologischen und geisteswissenschaftlichen Themen, aber gerade in den letzten Semestern sind merkbare Verschiebungen festzustellen. Auch das Interesse an naturwissenschaftlichen, wirtschafts-, rechts- und bildungswissenschaftlichen Studieninhalten ist sichtbar gestiegen, und so haben im vergangenen Wintersemester Anmeldungen zu Veranstaltungen der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, der Physik, der Biologie und der Pädagogik die der evangelischen Theologie beispielsweise überholt. Der Spitzenreiter bei der Nachfrage ist mit 232 Buchungen aber immer noch sehr deutlich die Philosophie. Das mag darin begründet sein, dass man sich jenseits der 60 und dann ja auch zumeist mit mehr zeitlichen Ressourcen mit Fragen des eigenen Gewordenseins und verstärkt auch mit Sinnfragen des Lebens beschäftigt, auf die man sich von der Philosophie am ehesten Antworten erhofft. Nach diesem kurzen Blick auf die Zielgruppe der Gasthörenden scheint mir zudem von Interesse, auch deren Motivation an einem Gasthörstudium noch etwas genauer zu betrachten. Zunächst einmal ist auffällig, dass in unserer letzten Gesamtbefragung knapp zwei Drittel der Gasthörenden angab, gezielt nach einem universitären Weiterbildungsangebot gesucht zu haben. Gründe hierfür waren beispielsweise die Rückkehr zu akademischem Tun oder dass man wissenschaftliche Bereiche kennenlernen möchte, zu denen man bisher nur randständig bis gar keinen Zugang hatte.
Zudem erwartet man bei Angeboten der Universität ein höheres Niveau als bei anderen Bildungsanbietern. Gefragt nach den Gründen der Einschreibung ins Gastjahrstudium gibt es vielfältige Antworten. Die häufigsten sind, man möchte geistig fit bleiben oder sich persönlich weiterentwickeln und seine Freizeit sinnvoll nutzen. Aber auch die Möglichkeit, sich mit jüngeren Menschen zu treffen, ist für weit mehr als die Hälfte der Befragten ein Grund, Gasthörer oder Gasthörerin zu werden. Nach der Aufnahme des Gasthörstudiums zeigt sich das Gros der Teilnehmenden mit dem Angebot insgesamt zufrieden und hat auf Nachfrage keine speziellen Änderungswünsche. Allerdings würden es die meisten begrüßen, wenn noch mehr Veranstaltungen für sie geöffnet würden und wenn es mehr interdisziplinäre Veranstaltungen gäbe. Letztere Idee wurde von den Verantwortlichen im C3L aufgegriffen und in der dort konzipierten Vorlesungsreihe Blickwinkel realisiert. In diesen Vorlesungen werden zu einem übergreifenden Thema Vorträge aus unterschiedlichen Fachrichtungen organisiert und somit das Oberthema aus ganz verschiedenen Fachperspektiven beleuchtet. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre hat es neben dem normalen Programm, das alle geöffneten Veranstaltungen eines Semesters zusammenfasst und zu Semesterbeginn von den Gasthörenden mit Spannung erwartet wird, auch zusätzliche Veranstaltungen gegeben. Ich möchte hier auf das weiterbildende Studienprogramm Geisteswissenschaften hinweisen, das über einen Zeitraum von 5 Semestern in strukturierter Form noch etwas intensiver zur Teilnahme aufforderte, da hier auch Scheine gemacht und Abschlussarbeiten verfasst werden mussten. Zudem darf das mehr als 30 Jahre laufende Angebot der Grenzkontakte in Kooperation mit der Seniorenakademie Groningen nicht vergessen werden, das sehr intensiv zu einem kleinen Grenzverkehr mit unserem Nachbarland angeregt hat. Auch das semesterbegleitende Kursprogramm des C3L hat zum Öffnungserfolg beigetragen, indem dort seit vielen Jahren zusätzliche Seminare vor allem in den Fächern angeboten werden, die aufgrund der steigenden Studierendenzahlen und geänderter Rahmenbedingungen immer weniger Lehrangebote öffnen konnten. Thematisch stehen hier unter anderem die Kunst-, Kultur- und Literaturwissenschaften im Fokus. Nach diesem zusammenfassenden Rückblick zu Teilnehmenden, deren Motiven, zu inhaltlichen Schwerpunkten und einigen Besonderheiten des Oldenburger Gasthörstudiums möchte ich mich nun der Frage zuwenden, wo steht das Gasthörstudium heute und sitzt es nach wie vor so fest im Sattel an unserer Universität wie zu Beginn? Ohne Frage haben die letzten Semester noch im Zeichen der Corona-Pandemie die Verantwortlichen vor große Herausforderungen gestellt. Ein starker Rückgang bei den Teilnahmezahlen in den 3 überwiegend digital verlaufenden Pandemiesemestern konnte bis heute zwar noch nicht ganz wieder aufgeholt werden, aber die Einschreibezahlen nähern sich allmählich wieder denen der Vor-Corona-Zeit an. Dies spricht für die gute Verankerung des Angebots in der Uni, aber auch für den guten Ruf des Gasthörstudiums in der Region und das große Engagement der verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen. Zu Pandemiebeginn wurde sehr schnell gehandelt und unterstützt, um die bis dato noch nicht sehr medienaffine Zielgruppe mitzunehmen in das nun überwiegend online laufende Studium. Natürlich sind die meisten froh, dass nun zum großen Teil wieder in Präsenz studiert werden kann. Aber es sind auch Möglichkeiten und Vorteile vom Online-Studium entdeckt worden. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, dass heute bei 2-gleisig angebotenen Veranstaltungen, die sowohl in Präsenz als auch online gebucht werden können, fast genauso viele Online-Teilnehmende dabei sind wie solche in Präsenz. In einer alternden Gesellschaft darf eine solche Erstarkung der Medienkompetenz keinesfalls unterschätzt werden, da nachlassende Mobilität älterer Menschen zukünftig immer seltener an Teilnahme hindert. Denn die Uni kommt direkt ins Haus. All das bisher Gesagte lässt vermuten, dass alles ganz prima ist und man so ohne Bedenken auf die kommenden 40 Jahre zusteuern kann. Ganz so rosig ist es nun aber auch nicht. Und daher möchte ich noch auf kleine Stolpersteine aufmerksam machen, die sich vor allem in den letzten Jahren in den Weg gelegt haben, wenn es um eine gleichberechtigte Teilhabe von Gasthörenden am breiten Angebot unserer Universität geht. Für die Organisation des Gasthörstudiums ist es seit der Studienstrukturreform in 2004 immer aufwendiger geworden, ein umfassendes und vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Die Kontingentierung von Teilnahmeplätzen für Studierende in Seminaren führte dazu, dass bei den meisten Veranstaltungen nur noch 1-2 Plätze on top für Gasthörende freigegeben werden können. Die Bereitschaft
und aufgrund der hohen Studierendenzahlen wohl auch die Möglichkeiten einzelner Fächer Gasthörende in ihre Veranstaltungen zuzulassen, lässt nach. Das war in den 80er und 90er Jahren noch ganz anders. Das heute nicht selten angeführte Begrenzungsargument Brandschutz wird meiner Ansicht nach jedoch allzu schnell und gern gegen eine Veranstaltungsöffnung angeführt. Wir alle wissen doch, dass 2 Wochen nach Veranstaltungsbeginn die anfangs vielleicht noch prall gefüllten Räume schon deutliche Lücken erkennen lassen, die gut und gern von Gasthörenden aufgefüllt werden könnten. Wünschenswert wäre es zudem, wenn auch Gasthörende als Angehörige der Universität künftig vollumfassend wie ihre jungen Mitstudierenden Zugriff auf alle Online-Ressourcen der Universitätsbibliothek auch von zu Hause aus hätten. Dass ein gleichberechtigtes Studieren in digitalen Zeiten nur so möglich ist, sollte Grund und Anlass sein, Lizenzen entsprechend zu erweitern und damit Benachteiligung zu verhindern. Wenn ich mich jetzt zum Schluss meines Beitrags zusammenfassend frage, wo das Gasthörstudium an unserer Universität heute, 40 Jahre nach der Einführung, steht, so kann ich dennoch ohne Zögern feststellen, dass sich das Studium Generale prächtig entwickelt hat. Gehört es auch nicht zu den Leuchttürmen, so nimmt es doch einen festen Platz im Angebotsspektrum der Karl-von-Ossietzky-Universität ein. Eine Midlife-Crisis, wie sie jenseits der 40er gerne sich mal zeigt, ist somit nicht zu befürchten. Damit dies auch zukünftig so bleibt und das Gasthörstudium sogar noch weiter ausgebaut oder intensiviert werden kann, bedarf es auch zukünftig des klaren Bekenntnisses der Hochschulleitung, das meiner Wahrnehmung nach über all die Jahre immer bestanden hat. Es braucht aber auch das Commitment der Fächer und einzelner Lehrender, ihre Veranstaltungen weiterhin zu öffnen und Gasthörende willkommen zu heißen. Das scheint mir heute nicht mehr ganz so selbstverständlich, wie es noch vor Jahren der Fall war. Gasthörende werden manchmal ganz unbedacht als zusätzliche Belastung in einem bereits übervollen System gesehen. Eine solche Sichtweise vergisst aber, dass hier nur quantitativ gewertet wird und das qualitative Öffnungsargument außen vor bleibt. Berufs-, Lebens- und lernerfahrene Gasthörende können mit dazu beitragen, dass Diskurse diverser, multiperspektivischer, erfahrungs- und praxisorientierter und damit auf einem Niveau geführt werden, das in universitären Lernräumen eigentlich gern gesehen sein sollte. Umso mehr möchte ich an dieser Stelle auch einmal einen großen Dank an diejenigen aussprechen, die immer noch ohne Zögern Ja sagen, wenn die Anfrage nach Öffnung ihrer Veranstaltung sie zu Semesterbeginn erreicht. Ohne sie wäre hier nämlich überhaupt gar nichts zu feiern gewesen. Und diejenigen, die mit ihrer Veranstaltungsöffnung für Gasthörende vielleicht noch etwas zögerlich sind, weil sie befürchten, dass die, Zitat, Rentnerstudenten im Hörsaal die besten Plätze belegen und zu einem Albtraum der studierenden Jugend werden könnten, Zitat Ende, wie es vor kurzem Jens Jessen in der Zeit so meinungsmachend äußerte, kann ich beruhigen. Das Gros unserer Gasthörenden ist sich durchaus bewusst, dass die Jugend hier nicht aus Jux und Tollerei, sondern für ihr zukünftiges Erwerbsleben lernt und man sich als Gast schon deshalb in raumsparender Zurückhaltung übt. Für das weitere Gedeihen unseres Gasthörstudiums wünsche ich mir auch zukünftig beständiges Engagement aller an diesem Bildungsformat Beteiligten. Ich wünsche mir generationenübergreifende Projekte, wie zum Beispiel das der Unilotsen, das über viele Jahre sehr wirksam bei der Integration internationaler Studierender an unserer Uni unterstützt hat. Für unsere Gasthörenden wünsche ich mir auch für die nächsten 40 Jahre Integration in den ganz normalen Unibetrieb. Separate Seniorenstudien nur für Ältere, die dann eher parallel zum grundständigen Studium angeboten werden, sind für mich, selbst bei voller Auslastung unserer Hochschulen, keine Alternative. Eher kann ich mir zusätzlich zum bestehenden gemeinsames Agieren von Jung und Alt zum Beispiel auch in Citizen Science Projekten vorstellen, mit denen man an anderen Hochschulstandorten durchaus positive Effekte und Ergebnisse erzielen konnte. Für ein generationenübergreifendes Miteinander in unserer heutigen Gesellschaft, in der sich viele in ihre sogenannten Bubbles zurückziehen, sind Orte des gemeinsamen Austauschs, des überhaupt erst einmal in Kontaktkommens, des sich beim gemeinsamen Lernen auch Kennenlernens wichtiger denn je. Die Universität kann hierbei als Einrichtung des lebenslangen Lernens eine nicht zu unterschätzende Aufgabe erfüllen, ja muss es meiner Ansicht nach auch tun.
Die Oldenburger Universität hat das schon frühzeitig erkannt, muss aber weiter aktiv vorangehen. Wenn lebenslanges Lernen nicht nur ein in bildungspolitischen Sonntagsreden propagiertes, aber im Alltag nur verhalten gelebtes Konzept sein soll, muss sie strukturell und auch personell adäquat unterstützt werden. Diejenigen, die auch im fortgeschrittenen Lebensalter weiterlernen wollen, sollten nicht nur großzügig geduldet werden, sondern man muss ihnen genau wie den jungen Menschen Orte anbieten, an denen ganz selbstverständlich und gleichberechtigt ein Leben lang gemeinsam im Generationenmix auch gelernt werden kann. In diesem Sinne wünsche ich mir für die Zukunft von den politisch Verantwortlichen, von allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von den Studierenden, der Hochschulleitung, der Hochschulverwaltung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Universität und nicht zuletzt auch von den Gasthörenden, legen Sie, was das lebenslange Lernen betrifft, gerne noch eine Schippe drauf und bleiben Sie weiterhin offen.